Herzlich willkommen zu Böll Global. Sind die feministischen Aufstände das Ende des Regimes im Iran? Das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, die wir uns alle gegenwärtig stellen. Und wir wollen uns heute mit dieser Diskussion möglichen Antworten nähern. Seit dem gewaltsamen Tod von Jina Mahsa Amini am 16.09., nachdem sie festgenommen worden war, weil sie ihr Kopftuch falsch getragen haben soll, gehen tausende Menschen auf die Straße in Iran, angeführt von unglaublich mutigen Frauen, die es satt haben, unterdrückt zu werden. Für Frau, Leben, Freiheit. Die Proteste hören nicht auf, obwohl die Sicherheitskräfte brutal gegen die Protestierenden vorgehen. Das Auswärtige Amt geht von über 13.000 Verhaftungen und über 250 Menschen aus, die erschossen oder zu Tode geprügelt worden sind. Wie diese Situation jetzt einzuschätzen ist und was wir tun können in Solidarität mit den Protestierenden, möchte ich heute diskutieren mit Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Mit Golineh Atay, Leiterin des ZDF-Studios in Kairo und Autorin des Buches Iran, die Freiheit ist weiblich. Dankeschön. Herzlich willkommen. Mit Pega Indalatian, stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, vielfaltspolitische Sprecherin und Koordinatorin der Partei für internationale und europäische Angelegenheiten. Herzlich willkommen, Pega. Mit Mina Kani, freie Publizistin und Feministin. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und wir hatten auch Azadeh Samirirat von der SWP, von der Stiftung Wissenschaft und Politik, eingeladen, aber sie ist leider erkrankt und kann heute nicht dabei sein. Ich denke, wir wünschen ihr alle gute Besserung. Ich möchte nun anfangen mit dir, Claudia. Ich bin sehr froh, dass du da bist. Du kannst ja leider nur eine Stunde bei uns sein, deswegen fange ich auch mit dir an. Du hast schon lange eine enge Verbindung zum Iran und hast unter anderem als Bundestagsvizepräsidentin sowohl Regimevertreter als auch Menschenrechtsaktivistinnen und Oppositionelle getroffen. Und hast du angesichts deiner vielfältigen Kontakte in den Iran die jetzige Wucht der Proteste kommen sehen? Das wäre eine Frage. Und andererseits hören wir natürlich auch eben Überlegungen, dass man eigentlich die Kontakte möglichst einschränken sollte jetzt mit dem Iran. Aber du hast ja auch immer den direkten Zugang gesucht, wie gesagt, eben auch zu Menschenrechtsaktivistinnen und Oppositionellen. Wie denkst du heute angesichts, wie schätzt du die heutige Situation ein und was denkst du oder was tust du, was würdest du auch empfehlen? Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Imme. Schön, dass wir heute über dieses so wichtige Thema reden können. Und ich habe mir mal überlegt, wie lange beschäftigt mich direkt oder, ja, oder unmittelbar tatsächlich der Iran oder die Lage von Menschen im Iran oder die Freundschaft mit Menschen aus dem Iran. Und das ist schon ziemlich lang. Das fing tatsächlich in den 80er an, als die Massenhinrichtungen stattgefunden haben. Es gab dann der Beginn einer wirklich engen Beziehung und Freundschaft mit der demokratischen kurdischen Partei des Irans. Ich habe erlebt, wie Professor Gazemlo in Wien ermordet worden ist, der Präsident der Partei. Ich habe 2 Tage vor dem Mykonos-Attentat in Berlin, wo die iranische, also die Spitze der Partei ja ermordet worden ist, der kurdischen Partei, diese Spitze in Brüssel noch getroffen, Professor Dr. Sharaf Khandi. Ich habe mit Daniel Mitterrand mich sehr intensiv genau mit der kurdischen Frage beschäftigt. Dann 2006 Weltmeisterschaft, als die deutschen Nazis versucht haben, die iranische Nationalmannschaft zu missbrauchen für ihre antisemitische Kampagne. Und da sind Kontakte entstanden mit den wunderbaren Fußballern, die jetzt auch im Visier sind des Regimes, mit Ali Day, mit Ali Karimi, die massiv bedroht sind und wo ich glaube, da müssten tatsächlich FC Bayern München und Schalke und Bielefeld und Hertha jetzt mal sich laut melden und ihre ehemaligen Spieler in Schutz nehmen. Ja, und dann, du hast es gesagt, kamen die offiziellen Besuche
Da gibt es ja immer wieder eine Frage, darf man den Iran oder Frau den Iran offiziell besuchen? Ich habe es gemacht, sowohl mit dem Unterausschuss Auswärtige Kulturpolitik, um genau Kulturschaffende im Iran zu treffen, und dann als Vizepräsidentin in ganz offizieller Mission, um die Minderheiten wie die jüdische Gemeinde, wie die Baha'i überhaupt treffen zu können, war es natürlich auch notwendig, offizielle Vertreter des Irans zu treffen. Da gibt es eine Debatte, ob das legitim ist oder nicht, aber mitnichten bin ich eine Unterstützerin eines Mullah-Regimes. Ich glaube, was aus meiner Sicht besonders wichtig ist an dem Protest, der ja nun ganz, ganz, ganz wesentlich von Frauen bestimmt wird, angeführt wird von unfassbar mutigen Frauen, die allerdings ja auch seit 43 Jahren zu Menschen zweiter Klasse degradiert sind, in den Gesetzen zweitklassig sind und in einem patriarchalen und fundamentalistischen, klerischen, schiitischen Bild zu Menschen zweiter Klasse gemacht worden sind, dass die jetzt diese Kraft haben zu sagen, es reicht und wir wehren uns dagegen, dass das Besondere ist, dass es eine Unterstützung gibt von jungen Männern, dass es eine Unterstützung gibt von älteren Menschen. Ich weiß zum Beispiel die Schwester eines meiner engsten Freunde und Mitarbeiter, die ist schon älter, die geht jetzt wieder nach 40 Jahren, jetzt wieder in Teheran auf die Straßen, weil sie sagt, sie versuchen als ältere Menschen auch ein Schutzschild zu sein. Also es ist sehr viel breiter und es wird breiter unterstützt, weil ganz offensichtlich dieses Rollenmodell gescheitert ist, auch in der Vorstellung von jungen Männern und durchaus auch von religiösen Menschen. Dann ist es wichtig, dass es ja ein extrem junger Protest ist. Die Kinder, die Schüler, Schülerinnen gehen raus. Es sind nicht nur Studentinnen und Studenten. Dann ist es extrem wichtig, dass es ein breit getragener Protest ist. Also es sind nicht die Kurden, die für ihre Rechte, oder es sind nicht andere Minderheiten, die für ihre Rechte eintreten, sondern es ist ein breiter Protest, der sich nicht in ethnischen oder in bestimmten Klassen oder in Bevölkerungsgruppen nur abspielt. Und insofern ist er, glaube ich, wirklich eine große Wucht. Ich glaube nicht, dass es von heute auf morgen zu einem Ende des Regimes kommen wird. Ich glaube, das Regime zeigt ja jeden Tag noch brutalere Mittel der Unterdrückung. Aber aus meiner Sicht ist es auch eine feministische Revolution. Es ist eine feministische, menschenrechtsbasierte Revolution oder Protest oder Aufstand, wie man es nennen will. Und ich glaube, es ist tatsächlich eine Kulturrevolution. Ich glaube, es ist wirklich eine Kulturrevolution, die sich gegen die Kulturrevolution, die Islamische Republik ausgerufen hat, 1979, die ja explizit von der islamischen Kulturrevolution gesprochen hat, die Intellektuelle aus allem ausgegrenzt hat, 3 Jahre die Schulen, die Universitäten dicht gemacht hatte, sozusagen ihr Modell einer islamischen Kultur dem Land aufoktroyiert hat. Und jetzt schlägt es in eine andere Richtung. Wir sehen ja, welche Bedeutung Musik hat, obwohl Musik, Tanzen, Musikinstrumente verboten worden waren. Wir sehen, welche große Bedeutung der Film hat. Und es sind wieder die großen Filmemacher wie Panahi und andere, die jetzt in Gewahrsam sind oder schon im Gefängnis sind oder Hausarrest bekommen. Wir sehen, wie sich dieser wunderbare Song dieses großartigen jungen Sängers Sherwin Hatschipur zum Song dieser Revolte, zum Song des Aufstands gemacht hat, der in einer sehr einfachen Sprache, die ganz andere Sprache ist als die Sprache der Islamischen Republik, deutlich macht, wir wollen ein anderes Leben, wir wollen Freiheit. Und ich glaube, man muss natürlich überlegen, wo können wir ansetzen, wo können wir unterstützen, das überlege ich mir die ganze Zeit. Aber wenn es stimmt, dass die Kultur die Stimme
unserer Demokratie ist, wenn es stimmt, dass es gerade Journalistinnen und Journalisten und Künstler und Künstlerinnen sind, die in den Diktaturen, in den autokratischen Regimen als allererste im Visier sind, angegriffen werden, was wir übrigens jetzt auch in der Ukraine erleben, wo systematisch versucht wird, die kulturelle Identität zu zerstören, dann müssen wir alles dafür tun, auch der Kultur, der iranischen Kultur, den iranischen Künstlerinnen und Künstlern, den Bloggern, den Journalistinnen, den Sportlerinnen und Sportlern eine Stimme geben. Und da können wir ja nachher nochmal vielleicht drüber reden, wie das aussehen kann und aussehen könnte. Ja, vielen Dank, Claudia. Ich komme dann weiter zu Golini Atay. Und ich wollte mich tatsächlich auf das Buch beziehen. Das ist ja Ende 2021 erschienen. Und aus heutiger Sicht ist es ja schon eigentlich fast prophetisch. Die Freiheit ist weiblich, was ja in dem Titel steht. Wie sind Sie darauf gekommen? Sind Frauen in einer, also es liegt natürlich zum einen auf der Hand, weil die Rechte der Frauen so grundlegend beschnitten sind und schon seit so langer Zeit. Aber meinen Sie, dass Frauen tatsächlich in einer besseren Position sind, um eine andere Zukunft einzuläuten? Mhm. Ich glaube, was mich zum Schreiben bewog, war zweierlei. Zum einen der Gegensatz zwischen dem, was ich weiß, was ich wusste über die iranische Gesellschaft und über den Kampf der Frauen und dem wenigen, dass die deutsche Öffentlichkeit, die westliche Öffentlichkeit darüber wusste. Also ich bin oft gefragt worden, wenn ich einzelne Szenen des täglichen Widerstandes erzählt habe in den vergangenen Jahren, du, warum wissen wir darüber so wenig? Wieso sprechen wir über das, was den afghanischen Frauen widerfährt, aber haben eigentlich die Iranerinnen kaum im Blick? Wieso wissen wir zum Beispiel nicht, dass es dahin hinausläuft, dass zum Beispiel, wenn eine Frau Auto fährt und ihr am Lenkrad das Kopftuch auf die Schultern fällt, sie Gefahr läuft, dass das Auto geblitzt wird, sie Gefahr läuft, dass das Auto konfisziert wird und dass sie eine Strafe zahlen muss. Wieso wissen wir nicht, dass das Regime beabsichtigt, Gesichtserkennungstechnologie einzusetzen, um schlecht verschleierte Frauen zu identifizieren? Also ganz vieles, das einfach bei uns nicht besprochen wurde, nicht diskutiert wurde und auch nicht Teil unserer öffentlichen Debatten war. Das war eine Hauptmotivation. Und darüber hinaus ist mir natürlich auch aufgefallen, wie zentral diese Frauenfrage in meinem eigenen Leben war, warum ich eigentlich nach Deutschland gekommen bin, warum ich in Deutschland lebe. Denn immer wenn ich als Kind gefragt wurde, warum bist du hier, warum seid ihr gekommen, hat meine Mutter gesagt, weil ich nicht wollte, dass meiner kleinen Tochter das widerfährt, was mir widerfahren ist, nämlich, dass ich gezwungen werde, Werte aufzugeben, dass ich gezwungen werde, ein Kopftuch zu tragen, dass ich meine Rechte verliere. Meine Mutter hatte 2 Monate, bevor unsere Familie nach Deutschland angekommen ist, ja noch an der letzten Demonstration für Frauenrechte teilgenommen. Das war im Juli 1980 und war damals quasi regelrecht von Islamisten durch die Straßen gejagt worden, zusammen mit ihren Freunden und Verwandten. Und das ist eine Szene, die sie sehr geprägt hat und die sie, glaube ich, all die Jahre auch nicht losgelassen hat. Und das aufzuarbeiten war nochmal mit eine Motivation. Jetzt die Frage, sind die Frauen in einer besseren Position, um Veränderungen hervorzubringen? Spannende Frage, berechtigt. Ich habe während des Schreibprozesses immer wieder mit iranischen Männern Kontakt gehabt, auch in meiner eigenen Familie, und habe sie gefragt, ob dieser Titel denn gerechtfertigt ist, Iran, die Freiheit ist weiblich. Und das, was ich zu hören bekommen habe, war durchaus, dass ja, die Frauen sind durch ihren täglichen Widerstand einfach gestählt. Sie sind glaubwürdig, sie sind unkorrumpiert und sie besäßen dadurch die moralische Autorität, die Staatsgewalt, die Staatsmacht herauszufordern und auch eine Führungsrolle zu übernehmen, wenn es um einen neuen Iran geht. Also das war immer wieder das, was mir gespiegelt wurde, auch von Männern im Iran. Ja, das ist eine interessante Beobachtung, auch eine Reaktion, und erklärt auch, warum jetzt die Männer da auch bereitwillig mitgegangen sind auf die Straße, vielleicht auch um diesem Vorbild zu folgen. Aber ich denke auch, dass in
weil jede Frau, jede heranwachsendes Mädchen, heranwachsende junge Frauen diese Erfahrung dann immer wieder ganz massiv machen, das hält den Protest natürlich in jeder Generation, bringt es ihn wieder hervor, wahrscheinlich. Das haben sie sich wahrscheinlich nicht gut genug überlegt. Ich glaube, was ja im Iran sehr deutlich ist, das ist eine unfassbar gebildete junge Frauengeneration. Ich kann mich erinnern, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, aber es ist ja sogar überlegt worden, vom Regime sozusagen eine Männerquote einzuführen für die Universitäten, weil die Frauen einfach in den Unis total gut sind. Und ich habe ja die Studentinnen in Tebris getroffen, ich habe Studentinnen in Teheran in den Universitäten getroffen. Die sind wahnsinnig klug gebildet, die haben eine intellektuelle, ganz, ganz, ganz starke Kraft. Und es gibt ja die wunderbaren Frauen wie die Nobelpreisträgerin Shirin Ebadi oder andere Frauen, die ganz sicher auch für die jungen Frauen jetzt und für die jungen Menschen Vorbilder sind, wie Nasrin Sotoudeh oder wie Narges Mohammadi, die ja Vorbilder sind und die mit ihrem Intellekt, mit ihrer Klugheit, mit ihrem Shirin als Anwältin, mit ihrem unfassbaren Mut vorgehen. Ja, danke, Claudia. Danke. Golini, möchtest du noch etwas hinzufügen? Ja, nochmal daran anschließend, dass ich auch immer wieder gemerkt habe, wie sehr diese damaligen Referenzpunkte, also diese letzte Frauendemo 1980 oder die große Demo im März 1979 gegen den Verlust ihrer Rechte, wie sehr das zu einem Referenzpunkt wurde für die heutige Generation. Also man hat sich immer wieder darauf bezogen, bildlich, inhaltlich. Und ich glaube, diese Brücke ist es auch gewesen, die auch für mich eine Motivation war, eben darüber zu schreiben. Ja, danke. Jetzt komme ich zu dir, Pega. Ich glaube, du hast gesagt, ob die Frauen mit ihren Protesten in Iran eine Chance haben, ist die falsche Frage. Sie haben das Recht darauf zu protestieren. Dass, wenn wir sie jetzt unterstützen wollen, was wären jetzt konkrete Formen der Solidarität dafür? Oder was könnte auch eine feministische Außenpolitik in dieser Situation jetzt leisten? Ja, vielen Dank. Ich würde, weil mir die feministische Außenpolitik als Feministin sehr am Herzen liegt und du auch dieses Zitat verwendet hast, da gerne damit beginnen, weil mich öfter Leute fragen, haben die denn eine Chance? Und natürlich ist es gut, über Fakten zu reden, welche Dimension das hat, welche Generationen auf der Straße sind. Aber ich glaube, der feministische Perspektivwechsel, der stattfinden muss, ist nicht zu fragen, haben sie eine Chance, weil woran wollen wir das festmachen? Die eine Seite hat Waffen und wendet sie brutalst an und die andere Seite geht auf die Straße ohne Waffen. Was wir sagen müssen ist, die Menschenrechte gelten in jedem einzelnen Land, sie gelten in Iran, sie werden massiv unterdrückt, es werden Verbrechen gegen die Menschheit unternommen von der Regierung und die Menschen sind auf der Straße und sie haben ein Recht darauf. Und die feministische Außenpolitik muss sich ganz klar eben auf ihrer Seite stellen. Die Menschenrechtspolitik muss Vorrang haben, sie muss Vorrang über alles haben. Das heißt, alle Maßnahmen, die dazu führen, die diese Menschen schützen und die diejenigen zur Konsequenz ziehen, die halt eben diese Menschenrechtsverbrechen unternehmen, muss Priorität in der Außenpolitik haben. Also es muss Schluss sein, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen überspitze mit so einer Altherren-Außenpolitik, dass man vermeintliche Überstabilität sagt, wir gucken uns an, wer sind die Machthaber, warten erstmal ab und stellen uns auf deren Seite, weil das sind unsere Ansprechpartner. Das ist, was ich sage, damit muss Schluss sein. Die Menschen sind jetzt auf der Straße, sie sind diejenigen, die wir ganz klar fokussieren müssen. Und ich glaube, wenn man das aber auch zu Ende denkt, also wenn man auch wirklich sich anschaut, was zum Beispiel der Iran alles außenpolitisch und auch im Nahen Mittleren Osten macht, ist es halt so, dass eigentliche Sicherheitspolitik auch eine ist, in einem Land ist, in dem die Menschenrechte gelten. Das heißt, wenn eine Revolution stattfindet, wovon ich ausgehe, dann ist es halt auch die entscheidende Sicherheitspolitik für den Nahen Mittleren Osten. So, also zu Ende gedacht ist das eben, sollte man nicht den Fehler, oder man sieht ja die Fehler, die wir begangen haben bei Putin und so weiter. Mhm. Und ich durfte ja auch den Koalitionsvertrag mitverhandeln und wir haben eine deutlich andere Ton und eine andere Herangehensweise auch da festgehalten, was Russland angeht, was China angeht, was Iran angeht. Wir haben die Außenpolitik da manifestiert, die sich jetzt auch widerspiegelt in unserer Politik.
Solidarität ist, also außenpolitische Maßnahmen, darüber können wir auch gleich noch mehr ins Gespräch kommen, welche Sanktionen haben einen Effekt und so weiter, darüber können wir gleich diskutieren. Zur Solidarität ist ganz klar, wie Menschen Solidarität zeigen können, die Sache, wo wir immer sagen, be our voice, vergisst es nicht, treibt es, redet darüber, teilt es. Und wir haben auf der einen Seite die Feministinnen im Iran, die eben diesen Kampf machen. Und ich möchte aber auch an dieser Stelle, weil Frau Atai und Frau Minakani hier sind, auch nochmal ganz deutlich sagen, danke an alle Feministinnen in Deutschland. Also ich sehe das ja in ganz Europa, aber ich bin ja hier sozialisiert. Und ich habe so einen Dank und so einen Respekt dafür, dass Gilda Sahibi, Sie und Natalie Amiri, das Women Freedom Collective, dass da echt Feministinnen sind, die unermüdlich twittern und schreiben, was da passiert, darauf wirklich so hart daran arbeiten, dass nicht die Propaganda des Irans, dass nicht einfach ungefiltert irgendwelche Pressemitteilungen übernommen werden und alles nochmal richtig darstellen. Da kann ich nur sagen, bitte folgt diesen Leuten, bitte teilt diese Nachrichten, weil das ist auch für das Hören oder die Stimme sein, auch die richtige Stimme sein und wissen, was da vor Ort passiert. So, erstmal soweit. Ja, danke, Pega. Ich muss sagen, das ging mir auch so. Da habe ich mal die Social Media von ihrer besseren Seite erlebt, wegen der Schnelligkeit und vor allem der Präsenz der Bilder und der kontinuierlichen Berichterstattung sozusagen dazu. Jetzt Minakani. Fällt der Hijab-Zwang, stürzt das Regime? Das wäre jetzt so die Überlegung. Kann man das so sagen? Das wäre die eine Frage. Und die andere, die ich auch noch stellen möchte, ist, dass es sind ja nicht nur feministische Stimmen, die wir jetzt hören bei den Protesten, das hast du jetzt ja dargestellt, Peter, sondern eben auch LGBTIQ treten jetzt viel stärker in Erscheinung. Und woher kommt das, dieser Impuls? Und haben wir das übersehen lange Zeit? Oder ist es vielleicht auch jetzt eine Möglichkeit, überhaupt sichtbar zu werden, im Schutz auch dieser, im relativen Schutz dieser Proteste sozusagen? Erstmal Dankeschön wegen der Gelegenheit und auch wegen den guten Analysen und Worte, die wir jetzt gehört haben hier. Auf jeden Fall, also es ist ja, das ist ja der Titel meiner zwei Artikel, die ich in der letzten Zeit geschrieben habe über die Situation im Iran. Und das sagen wir schon seit, also iranische Feministinnen sagen das schon seit Jahrzehnten, dass es damit angefangen hat und damit wird es auch enden. Und zwar, es war nicht einfach so, also der Khomeini war nicht dumm. Er hat ja sofort, als er da im Iran war, hat er ja schon gesehen, was für eine Subjektivität die iranische Frauen auch schon vor der Revolution und bei dem revolutionären Prozess gespielt haben. Er hat ja auch natürlich eine Ahnung davon gehabt, wie Patriarchat die Gesellschaft damals war und wie Patriarchat auch teilweise die organisierte politische Akteuren damals waren und hat auch daran gesetzt. Also der hat sofort, als er da war, hatte zum Zwangsverschleierungsmaßnahmen aufgerufen und wie auch Golinejan gesagt hat, es galt ja jahrelang dieses Narrativ ja auch in Deutschland leider, dass die iranischen Frauen das sofort akzeptiert haben, weil halt nicht so, weil der iranische Staat hat das so lange propagiert, dass Leute das auch wirklich so aufgenommen. Übrigens, einer der Gründe, warum wir uns aufregen, wenn die Medien hier einfach so von den so Staatspropagandazeitungen einfach so Sachen übernehmen, weil sie erzählen ja auch teilweise das so, damit das so übernommen wird. Auf jeden Fall, das hat lange gedauert, jahrelang. Meine Mutter hat sich auch zur Wehr gesetzt. Meine Mutter hat jahrelang als Pflegerin, hat sie das nicht getragen, auch im Krankenhaus haben die Pflege da auch damals schon versucht, Widerstand zu leisten bei den Protesten, direkt danach, nach dem Befehl von Khomeini. Und sie erzählte mir auch,
dass sie jahrelang das versucht hat, nicht zu tragen oder anders zu tragen oder wo es auch geht, nicht zu tragen. Und immer mal stand ein 16-jähriger Junge vor ihr mit so einem Klatschenkopf und hat gesagt, Schwester, oder entweder trägst du das oder ich schieße ab. So haben die iranische Frauen, und zwar während des Iran-Irak-Krieges, in einer militärischen Situation, hat der Staat das durchgesetzt. Also es hat ein paar Jahre gedauert. Und wäre das Land vielleicht nicht in einer Kriegssituation, wäre das auch vielleicht weiterhin nicht durchgesetzt worden. Also hätten die iranischen Frauen vielleicht weiter noch Widerstand leisten können. Das wissen wir jetzt nicht. Aber wir wissen, in welcher Lage das durchgesetzt wurde. Auf jeden Fall in einer sehr militärischen Lage. Und all diese Jahre haben die iranischen Frauen und Genderminderheiten, die auch unsichtbar gemacht wurden, zivilen Ungehorsam geleistet. Und zwar so, das habe ich auch im Iran gemacht, wir haben das anders getragen oder wo auch immer wir das konnten, haben wir das halt nicht getragen. Und natürlich, wir mussten auch dafür zahlen. Also wir wurden auch mehrmals so festgenommen und so weiter und so fort. Ob man das übersehen hat, auf jeden Fall. Man hat es ja jahrelang übersehen. Ich weiß nicht, ob man das sehen wollte oder nicht. Aber die Politik und die Medien haben unterschiedliche Probleme damit gehabt, die Situation da richtig zu analysieren. Erstens vielleicht, weil sie ja viele von denen nicht Farsi sprechen und lesen können. Und auch die Anreise, Ausreise und so weiter und so fort immer problematisch waren und sind. Und übrigens auch, da sind ja auch alle Repressionsstrategien des iranischen Staates. Und dann auch noch dazu kommt es, dass es zum Beispiel so wenig darüber berichtet wurde in den letzten Jahren, was zum Beispiel zwischen diesen ganzen Atomverhandlungen, Atomabkommen, militärische Auseinandersetzungen und landesweite Proteste im Iran alles passieren. Also, was ja viele jetzt mitbekommen, ist, dass jahrelang diesen zivilen Ungehorsam der iranischen Frauen und LGBT-Personen gegeben hat. Was sie nicht wissen, ist, dass es schon jahrelang, dass es schon seit Anfang an das gegeben hat und dass es sich in den letzten Jahrzehnten eher politisch formiert hat. Das ist ja die Sache. Und deswegen auch diese Überraschung. Also Menschen sind überrascht tatsächlich von einer feministischen Revolution, weil sie all diese Jahre nicht hingeguckt haben, wie viele iranische feministische Netzwerke sich gebaut haben, und zwar sowohl im Iran als auch außerhalb des Landes, und wie sie versuchen, zusammenzuarbeiten, trotz all dieser Propagandas, die der iranische Staat hartnäckig versucht durchzusetzen, trotz viele Festnahmen. Gucken Sie mal, wie viele Leute wurden in den letzten Jahren festgenommen, wie viele davon sind Frauen, also sind ja nicht nur die Figuren, die man schon seit Älterem kennt, wie Shirin Ebadi und Nagis Mohammadi und diese Leute, die wir auch sehr respektieren, es sind auch jüngere Frauen. Sepi Derolian ist seit 5 Jahren schon im iranischen Gefängnissen, weil sie Arbeiterinnen unterstützt hat, und zwar mit blauen Haaren. Also die haben Kämpfe verbunden. Diese Frauen waren überall, die haben versucht, das Ganze sichtbar zu machen. Und Feministen außerhalb des Landes haben auch viele Vorwürfe ertragen müssen, damit sie einfach ihre Arbeit machen können. Und zwar, es gibt ja unzählige Feministinnen, die außerhalb des Landes, ihre Arbeit besteht ja nur noch darin, das sichtbar zu machen, was im Iran gerade passiert, wie die Iranerinnen, also vor allem Frauen und LGBT-Personen, sich zu Wehr setzen und welche Methoden sie benutzen und unter welchem Druck sie gerade leben. Und das ist ja auch jetzt erst durch diese feministische Revolution sichtbar geworden, worüber ich auch sehr froh bin. Ja, vielen Dank. Ich stelle jetzt eine Frage nochmal an dich, Claudia, weil du ja auch gesagt hattest, du würdest gerne nochmal genauer darüber sprechen, was Solidaritätsmaßnahmen sein könnten, wie sie genauer aussehen könnten mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Kulturschaffenden, Journalistinnen, aber auch Sportlern. Das hattest du angekündigt sozusagen. Ich würde danach aber gerne nochmal bei Diamina und Golini nachfragen, welche politische Rolle dann eben die Frauen auch einnehmen können, wenn es eine Veränderung, einen wirklichen Umsturz und eine neue Formierung gehen sollte. Weil das ist ja sozusagen die Ansprechebene, die Politik auch immer braucht und sucht. Ne? Aber Claudia, du hattest dazu noch etwas sagen. Also was ich glaube, das schließt an Mina.
es gab ja auch so ein Bild, der Iran. Der Iran ist böse oder der Iran ist, sind alles diese säkular, diese schiitischen Fundamentalisten. Und dass es eben nicht der Iran ist, sondern was im Iran eben an Kraft und an Widerstand da war. Das ist, glaube, da gebe ich dir völlig recht, das ist viel zu wenig gesehen worden. Es gibt ja auch, was weiß ich, eine Umweltbewegung, die ja auch niedergeschlagen wird. Es gab, ich habe die selber getroffen, auch Bäuerinnen und Bauern in der Nähe des Urmia-Sees, dieses wunderbaren Sees, der komplett, ich glaube, 80% jetzt versalzt ist, alles kaputt ist. Und die haben, deren ihre Lebensgrundlage ist vernichtet worden. Die sind brutal zusammengeprügelt worden. Überhaupt gar kein Thema. Also überhaupt kein Thema. Und ich glaube, vielleicht, ihr seid näher dran, noch viel näher dran als ich, auch emotional noch viel näher dran. Aber ich glaube, es war natürlich auch grauenhaft, wie die damalige grüne Bewegung vor wenigen Jahren, ja, die ja auch im Iran auf die Straßen gegangen ist, die Hoffnung formuliert hat, ähnlich wie der arabische Frühling, wo die jungen Leute mit den grünen Bändchen und draußen waren und wie mit einer Brutalität zusammen geprügelt worden ist, getötet worden ist. Ich glaube, das hat auch nochmal so eine tiefe Traurigkeit ausgelöst. So, ich komme nochmal zu dem Punkt Kultur zurück. Wenn es stimmt, es hat bisher niemand von euch widersprochen, aber wenn es stimmt, dass es auch eine tatsächlich eine Kulturrevolution ist, die sich gegen die islamische verkündete Kulturrevolution stellt. Und Mina hat es ja gesagt, das ging ja ratzfatz. Khomeini war da und dann ist diese Revolution verkündet worden. Und dann sind diejenigen, die vorher in Schah-Zeiten im Gefängnis waren, das darf man auch nicht verklären. Also die Monarchie war auch nicht der Himmel auf Erden für Feministen, für Linke, für Freunde, für Verwandte von Freunden von uns, sondern die waren über viele Jahre im Gefängnis in Evin und sind auch da gefoltert worden. Aber das ging ja ganz, ganz, ganz schnell. Nach einer kurzen Zeit kam dann das, was Mina gesagt hat. Wenn es jetzt eine sehr breite Kulturrevolution ist, dann ist unsere Aufgabe oder kann doch eine Aufgabe sein, jetzt überlege ich eben auch, was unsere Kulturpolitik dazu leisten kann und auswärtige Kulturpolitik dazu leisten muss, dass wir dieser iranischen Stimme eine Bühne geben, dass wir den Künstlerinnen und Künstlern eine Stimme geben, eine Bühne geben, Möglichkeiten des Auftritts geben. Das widerspricht möglicherweise der Forderung von manchen, die sagen, alle Kontakte müssen abgebrochen werden, man muss komplett, darf niemand mehr kommen. Ich sehe das wirklich anders. Ich erwarte sozusagen, dass auf der Berlinale, sehr wohl das auch eine Berlinale ist, wo der iranische Film eine Rolle spielt, weil es sind iranische Schauspielerinnen, es sind iranische Filmemacher und Filmemacherinnen, die eine ganz entscheidende Rolle spielen, nicht nur was die künstlerische Dimension angeht, ist ja mit der beste Film auf der Welt in vielen, vielen Jahren, sondern einfach was diese politische Bedeutung angeht. Ich weiß, dass zum Beispiel in Eng, ich tausche mich gerade sehr intensiv mit dem neuen Leiter der neuen Nationalgalerie aus, des großen Museums in Berlin, Klaus Biesenbach, der mit einer ganz tollen iranischen bildenden Künstlerin jetzt versucht, ähnlich wie Guggenheim Museum in New York, jetzt will Berlin reagieren. Eine Performance einer Künstlerin, einer iranischen Künstlerin, findet gerade statt im Sprengel Museum in Hannover. Also auch da, glaube ich, können wir viel mehr dafür tun, um das, was Mina sagt und was Sie ja auch gesagt haben vorher, was so unbekannt ist, dies bekannter machen, was ist der Iran, was sind die starken Frauen im Iran, was ist die Musik, was sind die Songs, was ist die Literatur des Irans, also Buchmesse. Die Buchmesse jetzt war in Frankfurt, war stark geprägt von den ukrainischen Künstlern und Künstlerinnen, von Russischen, die aus dem Land geflohen sind. Und wir haben aber darüber geredet, wie kann man viel stärker jetzt auch im Bereich der Literatur iranische Literatur, iranische junge Künstler, Künstlerinnen eine Bühne geben, das Wort
geben. Also Leipzig steht an, die nächste große Buchmesse, wo wir liefern können. Wir brauchen erleichterte Visa für Künstlerinnen und Künstler, wenn sie eingeladen werden, dass das nicht so schwierig ist. Widerspricht Forderungen, komplett gar keine Visa mehr zu geben. Aber also aus meiner Sicht wäre das der falsche Weg, sondern sehr gezielt sagen, wir wollen die einladen, die sozusagen auch mobilisieren und zeigen den Menschen im Iran, ihr seid nicht allein, eure Stimme wird gehört. Wir versuchen das Versprechen, eure Stimme in der Welt, in die Welt zu tragen, ermöglichen. Ich weiß, es gibt Universitätsverbindungen, es gibt zu bestimmten Instituten, das weiß ich von den Klimaforschern, ich weiß es von den Umweltforschern, wo iranische Universitätsdozentinnen, Professoren, Professorinnen, die aus dem Iran stammen, in Deutschland an den Universitäten sind und mit deutschen KollegInnen zusammen Kontakte versuchen, dass die nicht ganz abbrechen, schon seit Jahren mit Tabriz, wo ich eben auch StudentInnen getroffen habe, mit Teheran und mit anderen. Es gibt meines Wissens nur eine Städtepartnerschaft, und zwar die Städtepartnerschaft Freiburg-Isfahan, die auch in den härtesten Zeiten nicht ganz abgebrochen worden ist, sondern man versucht hat, auch weil es die iranischen Partnerinnen gerne wollten und darum gebeten haben, bitte brecht das nicht ab, das kann eine kleine Brücke sein, dass man genau solche Möglichkeiten jetzt sogar verstärkt. Und dann, ich habe es vorher gesagt, die Fußballer und der Fußball hat natürlich eine laute Stimme und es ist wirklich toll, ist nicht zum ersten Mal, dass die beiden Ali Karimi, Ali Day, dass sie sich äußern und sie haben sich jetzt auch sehr, sehr klar auf die Seite der jungen Frauen gestellt und bezahlen das auch. Ich glaube, der eine, dem sind alle seine Pass und Unterlagen weg, also seine Ausweise weggenommen worden, Hausarrest, und sie machen es trotzdem und das ist gut. Und da jetzt zu überlegen, zu mobilisieren. Ich kann das Goethe-Institut nicht auffordern, weil das Goethe-Institut nicht da ist. Es gibt das Spracheninstitut. Ich bin auch deswegen in Iran gefahren, um zu versuchen zu verhandeln, dass das Goethe-Institut wieder aufmachen kann. Das ist leider nicht geglückt. Das Spracheninstitut, das hat funktioniert. Es gibt eine Zusammenarbeit mit den Archäologinnen. Auch das wollen wir jetzt wieder verstärken mit dem Deutschen Archäologischen Institut und Archäologinnen im Iran. Also da, wo es Verbindungen gibt, die zu verstärken und mit künstlerischen Mitteln, mit Künstlerinnen und Künstlern, denen jetzt eine Stimme zu geben und eine Bühne zu geben außerhalb des Irans, die dann auch weltweit gehört wird. Mhm. Ja. Ja, danke. Goline, ich habe zwei Fragen. Zum einen, wir haben ja gesagt, dass die Proteste der Frauen eine Konstante sind eigentlich, seit 79 eigentlich. Aber trotzdem, gibt es Unterschiede zwischen der Grünen Revolution, dann den Protesten 2019 und jetzt? Also, Was wären da Unterschiede und die aus deiner Sicht? Und die andere Frage, hast du jetzt auch Kontakt mit den Frauen, die du interviewt hast für dein Buch? Und weißt du, was sie zu den Protesten jetzt sagen? Sie nehmen sich ja auch zum Teil teil. Ja, ich habe Kontakt. Ich würde nur vorher ganz kurz noch eine kleine Ergänzung machen zu dem, was Claudia Roth gerade gesagt hat. Ich denke, zu einer neuen Iran-Politik gehört, das haben wir bei unserer Russlandpolitik und bei der Politik der Zeitenwende ja auch gesehen, gehört ein kritischer Blick in die Vergangenheit auch dazu und eine Aufarbeitung der Fehler, die wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man sich neu formieren möchte und wenn man auf neuem Grund arbeiten möchte. Mir fallen zwei Punkte ein, die ich unbedingt hier einbringen will, auch an die Adresse von Frau Roth. Weil es um Kultur geht. In den vergangenen Jahren habe ich sehr oft erlebt, wie unglaublich schwierig es gewesen ist, für iranische Künstler, für Filmschaffende überhaupt Visa zu bekommen nach Deutschland. Ich erinnere nur an das Kölner Filmfestival, das jedes Jahr stattfindet und wirklich grandiose Dokumentationen und Filme zur Aufführung gebracht hat.
und wie unglaublich schwierig es für die Organisatoren war, Visa zu bekommen. Ich erinnere daran, dass Kulturplattformen, dass Plattformen des Austausches und der Information gerade eingeschränkt werden, dass die Finanzierung fehlt. Also auch da müssen wir uns Gedanken machen. Eigentlich brauchen wir jetzt mehr Information, nicht weniger Information. Ich erinnere an Kantara und das Iran-Journal. Wir müssen das noch verbessern. Und die dritte Geschichte, die mir wirklich sehr am Herzen liegt und die wir hier ansprechen müssen, ist, inwiefern haben wir bereitwillig auch einer Propagandastrategie des Regimes geglaubt? Also inwiefern haben westliche Politikerinnen, die ja gerade die Fahne des Feminismus hochgehalten haben, dieser Schlüsselstrategie geglaubt? Was ist diese Strategie? Diese Strategie ist das Kopftuch, den Hijab-Zwang als Kultur des Iran und der Iranerinnen darzustellen. Und das wiederum bedeutete, dass man auf der westlichen Seite natürlich sich nicht irgendwie die Blöße geben wollte, Kulturkritik zu üben. Denn das ist ja eine sensible Geschichte. Man will korrekt sein. Man kann ja nicht Kultur kritisieren. Das gehört zur Kultur. Deswegen fahren wir auch alle im Kopftuch in den Iran. Aber sehr viele Frauen haben mir in all diesen Jahren und Jahrzehnten erzählt, das ist ein Dolchstoß, was hier passiert. Also wenn westliche Politikerinnen mit einem Kopftuch im Iran sind, dann ist das eigentlich ein Verrat an unserer Sache. Und unsere Sache muss gewürdigt werden, sie muss öffentlich werden. Das heißt, wir müssen die Strategie des Regimes all die Jahre benennen, müssen sagen, dass wir das bereitwillig geglaubt haben. Denn eine Sache möchte ich klarstellen, die Kultur des Iran ist nicht der Hijab. Die Kultur des Iran ist ein Nebeneinander und ein Miteinander von Frauen in Hijab und ohne Hijab. Ich komme aus einer Familie, in der die meisten Frauen verschleiert sind. Und dieses Nebeneinander ist immer in vollem Respekt all die Jahre abgelaufen. Und das müssen wir anerkennen, dass wir uns dieser Strategie gebeugt haben. Also das wären nochmal sehr wichtige Punkte, die ich gerne in die Debatte einbringen würde. Zum Zweiten, ja, ich bin mit den Frauen, mit den Protagonistinnen des Buches die ganze Zeit in Kontakt und natürlich sind alle dabei. Natürlich haben alle Risiken auf sich genommen. Ich erinnere nur an Athena Daemi, die wirklich zu einem der Sprachrohre auch geworden ist, dieser Protestbewegung, die gerade 7 Jahre Gefängnis hinter sich hat und trotzdem auf die Straße gegangen ist mit ihrer Mutter, die mit angesehen hat, wie ihre Schwester kurzzeitig verhaftet wurde. Ich erinnere an Mariam Karimbegi, auf die 3,5 Jahre Haft noch warten. Ich erinnere an Fatemeh Sepehri, die gerade in Haft ist und wirklich unsere Unterstützung und unsere Stimme braucht, damit es öffentlich wird, was dieser Frau angetan wird. Eine Frau übrigens, die verschleiert ist, aber für die Rechte der Unverschleierten kämpft. Also ich bin mit denen in Kontakt. Ja, ja, vielen Dank, Uline. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, diese Reaktion von dir und der Hinweis, dass wir das auch aufarbeiten müssen und besser verstehen müssen. Ich sehe aber, dass Pega brennt darauf zu reagieren und Claudia auch. Ich würde aber trotzdem gerne erst nochmal Nina dazu hören und dann gebe ich das Wort an euch weiter. Danke, danke. Ich kann ja, eigentlich hat Gerlina alles gesagt, aber ich will trotzdem noch was dazu sagen. Und zwar, uns geht es jetzt in dieser Situation, vor allem, ich glaube, iranische Frauen und Feministinnen zum großen Teil, geht es nicht darum, jetzt mit dem Finger zu zeigen und sagen, ihr seid böse oder so. Eine Sache muss verstanden werden, und zwar, wie die Staatspropaganda im Iran funktioniert und wie was die Rolle der westlichen Staaten in diesem Zusammenhang ist und sein könnte. Und zwar der iranische Staat, ich bin ja im Iran aufgewachsen, ich musste diese ganzen Sachen in der Schule mehr anhören, und ich musste auch staatliche Fernsehen sehen, ich habe in dieser Gesellschaft gelebt und so weiter und so fort, und wir wissen, wie das funktioniert. Einmal das so mit vielen zu sprechen und gucken, wie diese Staatspropaganda funktioniert. Der iranische Staat zeigt ja diese Bilder von diesem Treffen mit PolitikerInnen, die in den Iran reisen und Kopftücher tragen, um das als eine legitime Sache darzustellen, erstens. Und zweitens so tun, also auch das Gefühl der Einsamkeit zu vermitteln an iranischen Frauen. Ihr werdet eh nicht gehört. Auch die westlichen Staaten
sind in Kontakt mit uns und wir wissen, wie es funktioniert. Und sie sind ja eher interessiert an unsere also Öl- und wirtschaftliche Sachen und auch diese Atomverhandlungen und so weiter und so fort. Wie es halt in staatlichen Medien dargestellt wird, die Sache. Es ist wichtig und das führt auch dazu, dass mittlerweile eine sehr große Wut innerhalb der Iranerinnen, wir haben jetzt seit Jahren schon, und das ist ja auch, wenn hier gefragt wird, was ist der Unterschied zum Beispiel zwischen der Proteste 2009 und jetzt, ist es, dass die Iranerinnen bei den Protesten, Ende der Proteste 2009, obwohl ja da die Führung eher so eine reformistische Führung war, die Parole nieder mit der Diktatur gerufen haben. Und seitdem, bei jedem kleinen und großen Protest, wird diese Parole gerufen. Und alle anderen Parolen werden in Kombination, wenn es um ökonomische Proteste geht oder um andere Proteste, ethnische Minderheiten, Frauen, und jetzt haben wir mit einer Explosion alle diese Proteste auf einmal zu tun. Und das ist ja der Grund, einer der Gründe, warum wir das Revolution nennen eben, weil es schichtenübergreifend ist, weil diese Proteste und diese Parolen und diese Forderungen sich alle auf einmal sammeln. Aber einer der Gründe, warum diese Menschen so wütend sind, ist es halt auch, dass sie immer mal Ende 2017, 2018 diese Parole Hardliner-Reformisten, eure Zeit ist vorbei, gerufen haben und dass sie immer wieder versucht haben, durch so Schlüsselfiguren und Mittelpersonen im Westen, auch mit dem Westen zu kommunizieren und sagen, was passiert hier gerade und worauf müsst ihr auch schauen, auch wenn ihr zum Beispiel, wenn es hier darüber gesprochen wird, dass wir Kulturschaffende unterstützen wollen. Es geht ja, wir können ja nicht dagegen sein. Die Frage ist, welche Kulturschaffende für welchen Diskurs werden unterstützt und zwar wie? Und auch zum Beispiel dieser Kontaktabbruch. Wir erwarten ja nicht, dass man mit den Menschen im Iran den Kontakt abbricht. Nein, sie kennen schon den Weg, auch irgendwie mit dem Westen im Kontakt zu sein. Und zwar durch viele Schlüsselfiguren und politische Kräfte, die halt auch gegen diesen Staat kämpfen. Es geht einfach darum, dass die Lobbyisten des Regimes halt auch nicht zu erlauben, im Westen diese Rolle weiter zu übernehmen und zu erfüllen und auch diese Kontaktrolle oder Schlüsselfigurrolle zu spielen. Also es ist ein bisschen komplizierter, als man sehr oft denkt. Und das, viele haben das Gefühl, dass es nur, weil eben so kompliziert wird, man immer den einfachen Weg nimmt. Und zwar, was man ja schon mal gemacht hat. Und zwar, wir wissen, dass Reformisten schon immer mal hier Fuß gefunden haben und sich etabliert haben und so weiter und so fort innerhalb der Kunst, Akademie und Journalismus und so weiter und so fort. Wir brauchen einen Kurswechsel und zwar sowohl innerhalb der iranischen, deutschsprachigen Medien als auch bei der deutschen Politik und zwar, dass man so ein bisschen mit anderen Leuten spricht und so ein bisschen auch genauer hinguckt und auch die Entwicklung dieser Proteste in den letzten Jahren und diese Kurswechsel im Iran auch genauer hinschaut. Danke. Claudia, da du bald gehen musst, gebe ich das Wort jetzt an dich. Du hast sicher auch eine Reaktion. Ja, ein Wort hat mich natürlich schwer getroffen, liebe Gorline, aber sage ich gleich was. Aufarbeitung, ja, finde ich richtig. Es hat verdammt lang gedauert, bis man rangegangen ist, die Afghanistan-Politik jetzt mal aufzuarbeiten in einer Enquete und in einem Untersuchungsausschuss. Ich hoffe, dass da die Fehler, dass man daraus lernt, auch für die Zukunft und für die Russland-Politik wäre das extrem wichtig. Und ich kann nur sagen, ich befürchte, das wird auch massiv wichtig werden, wenn es um die China-Politik geht, die vergangene und die sich abzeichnende. Das macht mir riesengroße Sorgen. So. Also ja, die restriktive Visavergabe, die ganz, ganz oft, also hat auch türkische Künstler getroffen, weiß ich, die hat afrikanische Fußballerinnen getroffen, Street Football, also restriktive Visapolitik hat, glaube ich, wirklich viel Vertrauen verspielt und Glaubwürdigkeit auch verspielt und die muss sich ändern. Also nicht kein Visum mehr, was ja diskutiert wird jetzt zum Beispiel gegenüber russischen
Menschen, die versuchen, sei es Journalistinnen, sei es KünstlerInnen, die versuchen zu fliehen, wird ja auch diskutiert, komplett zuzumachen oder nicht, das fände ich falsch. So, jetzt wissen Sie aber ziemlich genau, da bin ich mir sehr sicher, wo die Probleme sind, Menschenrechtspolitik tatsächlich zu versuchen zu praktizieren im direkten Austausch und im direkten Zusammenhang. Wenn mich die Baha'i im Iran einladen, sagen, kommen Sie bitte, Frau Roth. Wenn mich die jüdische Gemeinde aus München, Frau Knobloch, sagt, bitte Claudia, fahr zu den Jüdinnen und Juden im Iran. Wenn mir die Tebris-Universitätsprofessorin sagt, bitte kommen Sie, reden Sie mit den Studentinnen in Tabriz und in Teheran. Wenn ich versuche, mit Nasrin, mit Shirin, mit den Frauen, die im Gefängnis waren oder kurz vorm Gefängnis standen, mich auch im Iran zu treffen, dann, und wenn ich das tue als Vertreterin, sei es des Bundestags oder in dem Fall als Vizepräsidentin, das war die letzte Reise 2015, als offizielle Vertreterin, dann kann ich sagen, ich weigere mich, ein Kopftuch zu tragen, wobei, ich sage Quatsch, ich war ja nicht verschleiert, aber ein Kopftuch zu tragen, dann komme ich aber am Flughafen, werde ich abgewiesen und komme nicht ins Land so. Jetzt muss ich fragen, kann ich natürlich eine riesige Presseshow draus machen und kann sagen, man hat mich nicht reingelassen, weil ich habe mich geweigert, das Kopftuch zu tragen, also das Kopftuch aufzusetzen. Die Frage, was ist der richtige Weg? Ich fand den Weg besser zu sagen, ich ziehe das auf, das Kopftuch, ziehe mich aber 2015 konsequent von oben bis unten knallgrün an. Ich hatte ein bodenlanges, knatschgrünes Kleid, ganz grünen Schmuck und ein Kopftuch und knallgrüne Schuhe. Dann hat man mich im Kulturministerium, das ich getroffen habe, den Minister, ja, ich habe ihn getroffen, weil es die Bitte war vom Deutschen Archäologischen Institut, vom Goethe-Institut, diejenigen zu treffen, um zu versuchen, eine Tür aufzukriegen. Dann hat man mir gesagt, ich soll das ausziehen, das ginge nicht. Dann habe ich gesagt, ja, ich ziehe das aber nicht aus, weil ich bin grüne Parteivorsitzende. Das ist meine Arbeitskleidung. Ich muss das tragen. Ich bin keine Heldin, wenn ich sowas sage. Es gehört kein Mut dazu. Ich will nur sagen, diese Frage, also ich habe mich nicht irgendetwas gebeugt. Wir haben mit den Frauen natürlich über das Kopftuch geredet und haben gesagt, wie kriegen wir das runter? Natürlich. Ich habe das öffentlich kritisiert und. Aber ich hätte als Vertreterin des Bundestags die Einreise, also ich wäre gar nicht reingelassen, wäre abgewiesen worden wie andere. Und dann muss man sagen, was ist besser? Das Symbol zu zeigen, ich beuge mich nicht diesem Kopftuch, ist das wichtiger? Oder ist es wichtiger gewesen, die Minderheiten zu treffen, die Frauen zu treffen, auch sehr undercover LGBTIQ zu treffen? Und ich habe mich dann eben für den zweiten Weg entschieden. Erlauben Sie mir da noch eine ganz kurze Ergänzung. Ich will den Punkt jetzt nicht über Gebühr strapazieren. Aber ich glaube, es gibt einen zentralen Satz, den Sie sagen, als Vertreterin des Bundestages, als Vertreterin der deutschen Politik, als Vertreterin des deutschen Staates. Und ich glaube, gerade dann hat man die Verantwortung, dass man sich zu seinen eigenen Werten bekennt, dass man sich zu universellen Grundwerten bekennt. Also das wäre dann die Gegenposition ganz vieler iranischer Frauen, die ich kenne, die wiederum dann Kritik daran haben, dass eben diese Besuche eben mit dem Kopftuch stattfanden. Und die zweite Geschichte ist, man hat natürlich sehr viele Möglichkeiten, innerhalb dieser Besuche mal das Kopftuch aufzusetzen und es mal nicht aufzusetzen. Ja, auch getan, sorry. Ne? Also das ist, ja gut, aber in der Öffentlichkeit. Also ich will das jetzt nicht weiter strapazieren, aber das sind natürlich viele Punkte, die ich immer wieder auch in den Debatten mit Frauen im Iran, mit Frauen außerhalb des Iran immer wieder gehört habe, wenn es um den Besuch westlicher Politikerinnen im Iran ging. Ja, das ist ein Dissenspunkt, ganz klar, glaube ich. Pega, du möchtest dazu auch was sagen, natürlich. Ja, ich würde da gerne auch drauf eingehen, weil ich auch eben so viele Frauen kenne, die das sehr geschätzt haben, dass Politikerinnen da waren. Wir haben auch im Beirat, ich bin ja in Heinrich Böll im Nord-Süd-Beirat, immer wieder darüber diskutiert,
Wie gehen wir mit autoritären Shrinking Spaces um? Wie können wir den Kontakt zu denen noch halten, die vor Ort eben zivilgesellschaftliche Arbeit machen, umwelt- und politische Arbeit machen, LGBTIQ-Arbeit machen, weil es immer dieses zweischneidige Schwert war, dass man halt, wenn man rein will, mit den offiziellen Vertretern reden muss und dann halt auch solche Regeln einhalten muss. Aber wenn man drin ist, dann eben die Möglichkeit hat, ich habe solche Termine auch schon vereinbart, wo wir dann halt mit Aktivistinnen und Politikerinnen Meetings vereinbart haben, die sehr wichtig waren. Ja, und da ist mir ehrlich gesagt, ob jetzt die Person, wenn das Gesetz ist, diese Symbolpolitik von Kopftuch, nicht Kopftuch, in der Zeit, wo halt das Gesetz war, das war nicht der Punkt. Der Punkt war, die Leute zusammenzubringen. Wir haben noch ganz, wir haben zum Beispiel viel, viel schwierigere Fragen mit anderen Ländern, wo wir gesagt haben, auch als Böll-Stiftung bleiben wir drin, gehen wir raus, wenn wir drin bleiben, können wir, müssen wir dann noch gewisse Mindestaustausch haben, gehen wir raus, dann verlieren wir halt den Kontakt vor Ort. Ja? Also es gab halt auch Journalistinnen, die in Iran gearbeitet haben, die Kopftuch aufziehen mussten, als sie ihren Bericht gemacht haben, mussten sie, aber das, was sie vor Ort mitgekriegt haben, den Kontakt, den sie hatten, war es halt auch wert. So, ne? Ich finde das jetzt irgendwie, diesen Punkt jetzt rauszuheben, nicht richtig. Sondern ich finde es richtig zu sagen, jetzt haben wir einen anderen Kontext, jetzt ist halt da eine Revolution im Gange und wir müssen diese Revolution mit aller Macht unterstützen. Und da darf es auf keinen Fall jetzt irgendwie ein Wenn und Aber geben, sondern man muss sich ganz klar auf der Seite der Menschen und der Menschenrechte stellen. Musste man auch vorher, muss man auch in jedem Land, aber wir müssen jedes Mal bei jedem autoritären Staat abwägen, je nach Kontext, wie wir eben die Zivilgesellschaft und die Aktivisten unterstützen können. Das tun wir jedes Mal bei jedem Land nochmal so. Und da macht sich das auch wirklich keiner einfach. Genau, das wollte ich nochmal ergänzen. Ja, danke, Pega. Auch danke dafür, dass du, Claudia, du musst gehen. Tut mir furchtbar leid, dass ich jetzt gehe. Ich entziehe mich nicht einer Kontroverse, wobei ich finde, wir sollten jetzt wieder zusammenkommen, weil es geht auch ums Kopftuch, aber definitiv nicht nur. Aber ich muss wirklich jetzt weg. Ich habe eine Veranstaltung, wo ich in ungefähr einer Viertelstunde gleich auf die Bühne muss. Und Augsburg ist zwar nicht so groß wie Berlin, aber klein ist es auch nicht. Und deswegen muss ich mich jetzt leider verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Imme und liebe Sie alle oder ihr alle. Und hoffentlich bis bald. Ja. Continues. Danke. Alles danke, liebe Claudia, dass du da warst und dich der Diskussion auch gestellt hast. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Vielen Dank. Ja, wir haben jetzt auch sind auch gleich in der letzten halben Stunde, wo wir auch auf Fragen eingehen wollen. Die gestellt sind ja viele Fragen gestellt worden im Chat, 31, wie ich sehe. Und Luisa Reh wird uns dann gleich ein paar übermitteln, die ich dann hier in der Runde verteilen werde. Aber ich wollte noch mal einen Punkt unterstreichen, den du gemacht hast, Pega. Ich hatte ja vergessen, mich vorzustellen. Das passiert mir öfter. Also ich bin Imme Scholz, die Nachfolgerin von Barbara Unmüßig, also der neue Vorstand in der Böll-Stiftung. Und in der Tat ist das so, dass wir in unserer Arbeit immer wieder diese Spannung haben zwischen, was ist der Preis, den wir zahlen müssen, um in Ländern mit geringeren und abnehmenden demokratischen Handlungsspielräumen weiterhin präsent zu sein, aus Solidarität auch mit den Partnern und Partnerinnen, die wir vor Ort haben. Und wann ist es zu viel? Und da macht man dann Kompromisse, die werden uns aufgezwungen. Ich verstehe aber auch den Punkt, dass es gerade schwierig ist, wenn man sagt, wenn du sagst, wenn der Hijab fällt, dann fällt das Regime, dann ist es natürlich gerade doppelt schmerzlich, wenn er dann getragen wird als Kompromiss, um in Kontakt zu bleiben. Die Alternative für deutsche Vertreterinnen wäre dann ja gerade, Männer zu schicken. Also das ist dann ja die einzige Alternative, wenn es eben Gespräche sind, die tatsächlich Sinn ergeben. Nun hat Pega uns aus einem praktischen Grund wahrscheinlich verlassen. Ja, da kommt sie schon wieder zurück. Luisa, vielleicht fängst du mal an, uns ein paar Fragen zu nennen. Ja, sehr gerne. Wir haben wirklich viele Fragen schon bekommen. Es wurde auch nochmal die Wichtigkeit betont, eben Kultur- und Kunstschaffenden eine Stimme zu geben und wie die am besten unterstützt werden können. Aber ich glaube, darauf sind wir schon ziemlich viel eingegangen. Dann wird hier auch noch gefragt, in Deutschland zum Beispiel, wie die Bundesregierung, ob die bereits an humanitären Visen arbeiten und
Ob zum Beispiel auch sichere Fluchtwege geschaffen werden, ob das schon geplant ist, wird hier gefragt. Und dann kann ich gleich auch noch, es wird hier ganz viel zu den Sanktionen gefragt, wie Sie im Panel die Sanktionen einschätzen, ob Sie diese noch verändern würden. Und genau, da wollen viele Ihre Einschätzung noch dazu hören, zu den Sanktionen. Mhm. Gut, also dann würde ich jetzt erstmal ich weiß nicht, es ist jetzt leider, Claudia ist jetzt nicht mehr dabei, Pega, ob du was sagen kannst zu dieser Frage nach Visa, also humanitäre Visa für Verfolgte, sichere Fluchtwege. Das wäre der eine Bereich. Und zu den Sanktionen bin ich sicher, können auch andere hier was sagen. Aber wenn du auch zu den Sanktionen was sagen willst, bitte. Ja, mich erreichten Nachrichten, dass Menschen kein Visum kriegen, in der Tat mit der Begründung, also das ging über irgendwelche Chats, dass mit der Begründung, sie würden ja in Deutschland bleiben. Aber verkündet wurde, dass jetzt Schutzmaßnahmen und Schutzprogramme aufgesetzt werden. Also das ist das eine, was Menschen erzählt haben, aber dann habe ich jetzt auch vernommen, dass Schutzprogramme aufgesetzt werden sollen, gerade für die besonders Gefährdeten, für die Zivilgesellschaft, für Kunst- und Kulturschaffende, dass humanitäre Visa verteilt werden soll. Und ich hoffe, dass Annalena Baerbock hat das gesagt. Genau, deswegen hoffe ich, dass da einfach jetzt ein Richtungswechsel auch wirklich stattfindet. Und viele Bundesländer haben jetzt auch schon gesagt, dass sie nicht nach, also sichere Fluchtwege kann ich so nicht sagen, aber dass man nicht in den Iran abschiebt, das haben einige Bundesländer jetzt verkündet und wir warten darauf, dass die Analyse schnellstmöglich über den Iran kommt, damit bundesweit auch ein Abschiebestopp in den Iran ausgehändigt wird oder sozusagen Gesetz ist. Und zu den Sanktionen. Ja, Iran ist das schwerst sanktionierte Land vor Nordkorea weltweit. So. Deswegen muss man gucken, was die rechtsstaatlichen Handlungsspielräume sind. Ich finde, die Sanktionen gegen Personen und das Einführen von Vermögen, jetzt wird versucht, auch die Vermögen von den Familienmitgliedern, die hier sind, in Deutschland oder Europa sind, da auch tätig zu werden. Und man prüft, wie weit das möglich ist. Das verlangen auch viele IranerInnen. Viele IranerInnen sagen zu mir, wir kommen nicht nach Europa, aber die Kinder von irgendwelchen Staatsvertretern sind in Paris und London und leben da in einem Saus und Braus und dass man da eben tätig wird. Die Revolutionsgarde, einige Institutionen wurden jetzt auch sanktioniert. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Revolutionsgarde auf die internationale Terrorliste oder auf die EU-Terrorliste muss. Das sind eindeutig terroristische Vorhaben. Das wäre für mich eine Maßnahme, die man noch ergreifen kann. Die Sanktionen gegen Personen muss deutlich ausgeweitet werden. Auch die Institutionen müssen deutlich ausgeweitet werden. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner vom Iran. Umgekehrt, glaube ich, spielt Iran jetzt nicht so eine große Rolle in der deutschen Volkswirtschaft, aber umgekehrt schon. Und da muss man jetzt auch schauen, ob man das auch nochmal als Hebel nutzen kann. Man darf nicht vergessen, der Iran versucht wirklich eine Nuklearmacht zu werden, eine Atombombe zu bauen. Man kann aber in Verhandlungen denen keine Eingeständnisse mehr machen. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, wenn ihr es nicht tut, machen wir die wirtschaftliche Öffnung in dieser Situation, in diesem Kontext, würde ich mal sagen. Also was will man denn? Also Anreize funktionieren aus meiner Sicht derzeit nicht mehr. Oder dürfen es, darf es ja eigentlich auch gar nicht geben. Und da muss man halt auch schauen, wie man da auch mit Sanktionen, zum Beispiel mit Beendigung von Handelsbeziehungen, erwirken kann, dass die IAEO, Personen, die halt in Iran sind, auch nochmal in die Anlagen können. Also ich glaube, diese Dimension müssen wir auch mitdenken, aber ohne Anreize, sondern eben mit weiteren Sanktionen und Drohungen. Ja. Mhm. Also was ich höre, ist, dass es wichtig ist, gezielte Sanktionen zu machen, die eben nicht die Zivilgesellschaft oder die breite Bevölkerung treffen, sondern eben diejenigen, die das Regime tragen und von ihm profitieren. Und auch um sozusagen beim Atom, bei der Frage des waffenfähigen Urans und des Bauens von Atombomben da irgendwie diesen Fortgang zu stören und aufzuhalten. Golini, was ist deine Perspektive auf Sanktionen? Weil ich glaube, das ist ein schwieriges Instrument. Es sagt sich so leicht, aber wie macht man es zielgenau? Wie erfolgreich sind Sanktionen in diesem Kontext? Nun, Pekka Eider-Letzion hat es ja jetzt schon
sehr gut ausgeführt, dass es um personenzentrierte Sanktionen geht. Und ich glaube, da haben wir noch ein ziemlich weites Feld vor uns. Also allein, wenn wir uns vor Augen halten, was in Kanada passiert ist, dass es zu Einreisesperren und Vermögenssperren von Tausenden von Mitgliedern der Revolutionsgarden gekommen ist. Das heißt, es gibt noch sehr vielfältige Möglichkeiten, die wir ausschöpfen können. Und zum Zweiten, ich bin Journalistin, ich bin diejenige, die eben die Stimmen aus dem Iran nach Deutschland in der westlichen Welt auch zeigt und präsentiert. Ich höre immer wieder aus dem Iran, solange wir hier auf den Straßen sind, könnt ihr nicht mit unseren Peinigern verhandeln. Solange wir hier auf der Straße sind und ermordet werden, geht es nicht, dass die Verhandlungen einfach so vorangehen. Nun wissen wir, im Moment gehen die Verhandlungen sowieso nicht voran. Also es gibt vor den US-Midterms-Wahlen ohnehin nicht. Aber wir müssen auch, und da gucke ich nochmal kritisch auf die Vergangenheit, wir müssen uns auch eingestehen, dass die EU doch sehr weit vorangeschritten ist, um diesen Deal möglich zu machen. Also wir haben noch im August, wenige Wochen bevor die Proteste angefangen haben, ist die EU so weit gegangen, dass man gesagt hat, okay, wir machen da jetzt einige Kompromisse, was die Rolle der Revolutionsgarden angeht. Wir versuchen quasi die US-Designation von Terrororganisationen ein bisschen aufzuweichen und Geschäfte zu ermöglichen, damit die Iraner sozusagen anbeißen. Also so weit ist die EU tatsächlich gegangen in den Verhandlungen. Das müssen wir uns auch noch mal vor Augen führen, wohl wissend, dass es schon damals tägliche Akte des zivilen Widerstands gegeben hat und die Situation, die Menschenrechtssituation, alles andere als rosig gewesen ist. Ich erinnere nur an die Zahl der Hinrichtungen jährlich. Also das ist auch nochmal eine Überlegung, dass wir jetzt gerade in dieser Situation schauen, okay, wir brauchen, so wie wir bei der Russlandpolitik eine Zeitenwende gehabt haben, so wie wir bei der Russlandpolitik gemerkt haben, nein, wir müssen uns von der Vorstellung des Dialogs mit einem diktatorischen Regime verabreden, weil Dialog auf dieser Seite eben nur bedeutet, Eigeninteresse voranzubringen und es eigentlich nicht um Dialog geht. Genauso müssen wir in Beziehung zum Iran nochmal eine geistige, eine mentale Zeitenwende voranbringen. Mhm. Und ich denke, da ist noch sehr viel, da gibt es noch sehr viele Möglichkeiten, wie wir vorgehen können. Ich habe in meinen Interviews letztens auch immer wieder auf die Rolle dieses Islamischen Zentrums in Hamburg hingewiesen. Eine Moschee, die es seit Jahrzehnten gibt, die aber leider sich mit der Islamischen Republik verwandelt hat in einen Propagandaarm sozusagen, mit antisemitischen Aufmärschen und so weiter. Da müssen wir nochmal selbstkritisch hinschauen. Und vor allen Dingen, ich glaube, wir müssen ein Stück weit, und das ist ganz schwierig im politischen Prozess, das weiß ich, aber wir müssen uns von dieser Trägheit, von diesen alten Vorstellungen, von diesen alten Policy Papers, die wir die ganze Zeit über all die Jahre mit uns mitgenommen haben, davon auch verabschieden und einfach zu einer neuen Bewusstwerdung kommen. Moment mal, dieser Reformzug, den wir all die Jahre im Iran als den besten Zug aller möglichsten Züge angesehen haben, der Zug ist tatsächlich abgefahren. Das heißt, die Menschen, die jetzt protestieren, ob sie aus den Fenstern schreien oder auf der Straße sind, die glauben nicht mehr an Reform dieses Systems. Und ich glaube, diese radikale Bewusstwerdung, die fehlt mir noch in der westlichen Debatte. Und das muss passieren. Ja, die Frage ist dann, wenn man, was für politische Schlussfolgerungen zieht man dann daraus für die Gestaltung der Beziehung? Ne? Das ist ja die zentrale Frage. Und deswegen sind wir dann ja zu dem Abbruch der Beziehung gekommen und so weiter. Ne? Aber ich denke, das ist ja schon ein Ergebnis, dass wir sagen, auch da kann man selektiv vorgehen. Aber die Frage ist eben, wie lange kann man das? Denn das Erpressungspotenzial von einem Regime, das eben sagt, ich baue die Bombe, ist ja sehr groß. Das ist ja und das ist ja das Unmenschliche an geopolitischen und geostrategischen Überlegungen. Wir dürfen uns allerdings auch nicht in Sicherheit wiegen, dass wenn wir so einen Deal hätten, es tatsächlich nicht zum Bau einer Bombe kommen würde. Genau. Und ich glaube, wir müssen in der Prämisse noch mit einfügen, diejenigen, gegen die diese Bombe am ehesten gerichtet ist, nämlich Israel, stehen diesen Atomverhandlungen sehr, sehr skeptisch gegenüber. Also auch das müssen wir in unserer politischen Gleichung noch mitdenken, warum das so ist und warum das so skeptisch gesehen wird in Tel Aviv. Ja, ich glaube, der
das Lernfeld für eben traditionelle Ansätze in der westlichen internationalen Politik, das ist sehr groß. Das ist jetzt sehr höflich ausgedrückt, aber es ist auch nicht leicht. Mina, ich glaube, du wolltest auch noch etwas sagen dazu. Und dann müssten wir in die nächste Frage. Das Sanktionen und Verhandlungen haben alle, also beide Repräsentanten, gesagt, was gesagt werden musste. Ich würde nur halt zwei Sachen ansprechen, und zwar ja, es wurde viel es gab viel strukturelle Fehler, was den Iran betraf, in den deutschen Medien. Das muss sofort geändert werden. Das kann nicht wahr sein, dass die Propaganda des Staates, die Lügen, die sie erzählen, auf den Titelseiten erwähnt werden. Wir sind auch Journalisten, wir wissen auch, wie man das machen kann, dass es nicht bei Überschrift sofort so übernommen wird oder in ersten Zeilen. Man kann sie auch durchaus zitieren, aber etwas kritischer bitte, weil es hat sich in den letzten Jahren sehr oft als falsch erwiesen, was Sie gesagt haben, vor allem, wenn es um Proteste geht, vor allem, wenn es um politischen Gefangenen geht, vor allem, wenn es um Auffassungen der Geschichten geht, über in welche Frauen, die ermordet wurden oder in welche Geschehnissen in Evin-Gefängnis und so weiter und so fort. Es kann nicht sein, dass Sie so oft so übernommen werden. Und dann die Politik liest auch diese Zeitungen, wir wissen das. Und darüber hinaus wird hier Politik gemacht. Das ist eine sehr, diese Rolle, diese journalistische Rolle muss sehr verantwortlich übernommen werden demnächst. Und wir stehen da zur Verfügung. Man kann uns fragen, wir werden alle Fragen beantworten. Aber man soll darüber reflektieren. Viele Journalisten können nicht Farsi lesen und schreiben. Viele kennen die Komplexität der Lage nicht. Sie können nicht fähig von richtigen News voneinander zu trennen. Ist auch kein Problem. Sie sollen sich richtige Hilfe holen. Und es gibt ja eine breite Masse, vor allem auch Frauen, die jetzt diese journalistische Arbeit übrigens auch kostenlos auf Twitter übernommen haben, damit sie auch ihre eigene Aufgabe gerecht werden. Das ist eine Bitte. Und zweitens, es wurde auch sehr oft mir persönlich gesagt, dass sie, also von Iranerinnen im Iran und aber auch hier, dass man erwartet, dass man mit dem iranischen Botschaft ja so ein bisschen härter umgeht, und zwar so ein bisschen auch bürokratische Sperrungswege versucht. Das ist natürlich, sehr oft wird das hier so unterschätzt, was das für eine Rolle spielt, die deutsche Öffentlichkeit, aber auch diese ganze symbolische Sachen, die man auch teilweise durchsetzt. Aber das führt dazu, dass der iranische Staat weniger Kapazität für Repressionen im Iran hat, wenn er dann wegen dem Botschaft oder irgendwelche Botschafter, die zurückgewiesen werden und so weiter und so fort, mit Deutschland verhandeln muss. Also das sind also alle Unterstützungswege, die man auch versuchen kann. Wie auch alle anderen gesagt haben, vor allem Goline, man kann auch was anders versuchen. Es geht ja auch nicht darum, bei der Vergangenheit zu bleiben und sagen, was da falsch gemacht wurde. Es geht einfach darum, die Komplexität der Lage jetzt zu verstehen, auch diesen Kurswechsel im Iran wahrzunehmen, die schon seit Jahren jetzt da ist, ist ja nicht seit gestern da, und die Entwicklungen zu beobachten, dementsprechend auch politisch anders agieren. Mhm. Ja, danke. Darf ich nur zu der der Botschaft eine Sache sagen, weil ich das immer wieder diese Diskussion habe. Es wäre aber die deutsche Botschaft in Iran, das wäre wichtig, wenn die da bleibt. Also ich glaube, die iranische Regierung, oder ich glaube, es ist wichtig, dass die deutsche Botschaft da funktioniert. Und von daher muss man bei jeder Aktion, die wir gerade machen, hat auch immer eine Reaktion da. Und ob man jetzt die Botschaften, die Schlüsselelemente sind, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, diese Sanktionen... Ich muss hier korrigieren, weil das ist nicht, was ich gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, die Botschaft muss geschlossen werden. Aber die Iraner erwarten, dass die jetzige Botschaft dann zurückgewiesen werden. Und das erschwert halt auch so ein bisschen die Repressionen im Iran, auf jeden Fall macht es. Niemand erwartet das, weil wir sind ja diejenigen, die auch angewiesen sind, dass diese Konsulat so teilweise funktioniert und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall, es kann nicht so weitergehen, auch mit den diplomatischen Beziehungen. Das ist ja das, was wir erwarten. Also Shirin Ebadi hatte ja vorgeschlagen, den Botschafter abzuziehen und alles auf Geschäftsträgerebene zu machen. Das ist ja schon eine Runterstufung
sozusagen. Das ist Ihr Vorschlag gewesen, den Sie von Parteien. Genau, das meine ich auch. Genau, das meine. Es wurde aber auch schon angekündigt von Annalena Baerbock, dass die Dialogformate, dass die Dialogformate, die wenig sind, noch weiter reduziert werden. Mhm. Also das ist jetzt auch schon passiert. Mhm. So, Luisa, jetzt noch eine weitere Frage, die du hast, oder zwei? Genau, wir haben hier noch ein paar Fragen jetzt auch zur Innenpolitik im Iran. Da wird einmal gefragt, woher nimmt das iranische Regime seine Stabilität über die vielen verschiedenen Aufstände der letzten 40 Jahre hinweg? Und da wird gefragt, ob das alleine ein Repressionsapparat oder doch eine gesellschaftliche Mehrheit, die nicht den liberalen feministischen Forderungen unterstützt, ob es davon getragen wird. Und dann noch anschließend wird gefragt, wie alle Panelistinnen das einschätzen, dass es noch keinen Namen oder nur sehr wenige Namen gibt, die als mögliche Führungspersönlichkeiten im Übergang diskutiert werden. Und ob das dann nur ein Vorteil ist, dass die da nicht verhaftet werden können, oder genau, wie das im Iran diskutiert wird, ob es da Informationen gibt. Mhm. Nur eine Klarheitsfrage. Die erste Frage war, ob die Revolutionsgarden jetzt durch die Mehrheitsgesellschaft unterstützt werden und deswegen die Aufstände immer niedergeschlagen werden. Mhm. Ja, das war die Frage, genau. Ja, ich hatte die Antworten bisher so verstanden, dass das nicht so ist, dass es gesellschaftliche Unterstützung gibt, sondern dass es tatsächlich die Stärke des Repressionsapparates ist. Aber da, wer möchte da auf zuerst reagieren? Genau, Mina, ja. Also ich weiß nicht, wie viel Opfer gebracht werden muss, damit man es wahrnimmt, was überhaupt die Revolutionsgarden sind. Ich bin mir nicht sicher, wer diese Frage gestellt hat. Weißt du überhaupt, mit welcher Art von militärischen Organisationen wir zu tun haben? Wie viele Mitglieder, offizielle Mitglieder, Soldaten, Mitglieder haben sie mehr, Soldaten, die Revolutionsgarden haben, wann sie gegründet wurden, wo sie eingeschult wurden, wozu sie bereit sind. Das ist dieselbe militärische Organisation, die im Irak Hashd-e-Shaabi gegründet hat, mitverantwortlich für die Gründung von Hisbollah in Libanon und im Iran aber auch, und für die Unterstützung von Hamas, für die Unterstützung von Houthis im Jemen und so weiter und so fort. Die Liste ist lang, ne? Ich kann es ausführen. Und eine andere Sache, weiß man überhaupt, was der Paar ist, was sie da machen? Sie haben ihre eigenen Gefängnisse, sie haben ihre eigenen militärischen Milizen, sie haben ihre eigene quasi Geheimdienst, auch teilweise parallel, so eine parallele Arbeit und auch in Konkurrenz mit dem offiziellen Geheimnis arbeitet. Das heißt, manchmal werden Leute festgenommen im Iran vom Geheimdienst und dann werden sie danach von Sepah wieder festgenommen, damit Sepah versteht nicht, dass sie irgendwas verpasst haben. Oder es hat auf jeden Fall... Es ist sehr kompliziert, was der Paar da gerade macht. Der Paar ist mitverantwortlich für jegliche Terrorattacken außerhalb des Irans, aber auch im Iran. Der Paar hat eigene Banken. Der Paar ist wirklich, der Paar kontrolliert quasi im Zusammenhang mit Khamenei das Land komplett. Alles hat ihre eigenen Krankenhäuser, ihre eigenen Schulen, Universitäten. Der Paar ist überall, Revolutionsgarden sind überall. Und sie haben überall in jede kleine Universität oder großen, in jede kleine Schule oder in Krankenhäusern und so weiter und so fort. Sie haben ihre eigenen Behörden, wo sie Leute keine Ahnung, inoffiziell verhören und so weiter und so fort. Durch diese Zwangsverschleierungsmaßnahmen im Iran war der erste Schritt zu der Militarisierung des Landes und die Kontrolle der gesamten Gesellschaft, Mehrheitsgesellschaft übrigens, was man ja auch dazu nennen will, durch die Kontrolle der weiblich gelesenen Körper. Das muss ernst genommen werden. Und das hat der Iran durch die Militarisierung des Landes, aber auch die Militarisierung der gesamten Region gemacht. Natürlich ist die iranische Mehrheitsgesellschaft auch teilweise Patriarchat und nationalistisch und so weiter und so fort. Aber wenn man guckt, wie viel Widerstand gerade geleistet wird,
wie viel Opfer gebracht wird, damit man das ändert, ist diese Frage gerade in dieser Zeit, entschuldige, ich weiß auch nicht, wer das, vielleicht war das eine sehr nette Frage oder vielleicht war das wegen der Erläuterung der Sache, ist auch eine gute Frage eigentlich, aber erlaubt uns da uns ein bisschen aufzuregen, weil ich weiß wirklich nicht, was da dann noch gemacht wird, weil vor 2 Tagen habe ich von einem 9-jährigen Mädchen in Balochistan gehört, das durch direkten Schuss ermordet wurde. Mehr Opfer können wir nicht bringen, um dieses Narrativ zu ändern. Also wenn ich das zusammenfasse, die Revolutionsgarden sind ein enormer, starker Repressionsapparat mit massiven internationalen Verbindungen, mit einer eigenen ökonomischen Basis. Und das ist also auch wenn das Regime stürzt, die Revolutionsgarden sind dann immer noch da. Die Frage ist halt, wie man sie... Die müssen auf die internationale Terrorliste. Also die müssen da drauf, das sind Terroristen. Und sie haben Terroranschläge in ganz nahem Mittleren Osten und jetzt kommt es auch raus. Und das war auch schon vor 4 Jahren bekannt, auch Anschläge in Deutschland geplant. Und das ist ja jetzt in den Medien. Also ich weiß nicht, warum die seit 40 Jahren nicht schon längst auf der Terrorliste sind. Also das bin ich klar. Goline, möchtest du dazu was sagen? Noch eine kurze Ergänzung dazu, zu dem, was Mina schon sehr gut ausgeführt hat. Wenn wir uns allein die letzten 2 Jahre anschauen, ich erinnere nochmal an eine sehr tragische Geschichte, die wirklich bis heute Traumata und Verletzungen hinterlassen hat und maßgeblich die Geschichte dieser Proteste auch mitprägt, nämlich der Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine über dem Himmel von Teheran, in dem viele, viele Iranerinnen und Iraner saßen. Ein Vorfall, der bis heute nicht aufgeklärt wurde von den Revolutionsgarden, ist immer noch eine Straflosigkeit, immer noch keine Strafverfolgung. Und das sind die Arten von, mittlerweile sagen viele Iranerinnen und Iraner dazu, psychologische Kriegsführung, die man sich geleistet hat in den vergangenen Jahren, um wirklich völlig Legitimität zu verspielen. Ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen. Es wird mir oft gesagt, ja, aber schau doch, wie viele Demonstrationen es in den vergangenen Jahren gegeben hat, wie viele Leute da mitgelaufen sind, als wir im Februar den Revolutionsjahrestag hatten. Ich weiß, ich kenne auch Leute, die da mitgelaufen sind, zum Beispiel die Mutter einer meiner Protagonistinnen, die Mutter von Fatemeh Sepehri, die ist da immer mitgegangen mit ihrem Mann. Aber wir müssen uns gleichzeitig auch wirklich vergegenwärtigen, wie das passiert. Es werden einfach Vergünstigungen in Aussicht gestellt. Es wird staatlicher Zwang angewendet, damit man auf diesen Demonstrationen erscheint. Und ich erinnere nur daran, die 2 Gegendemonstrationen in den vergangenen 40 Jahren, die sind so schlecht besucht gewesen, dass die Leute sich online darüber lustig gemacht haben. Moment mal, wir sehen hier nur Sicherheitskräfte, wir sehen keine Menschen. Insofern, wie Mina auch schon die ganze Zeit korrekterweise sagt, wir müssen diese Komplexität sehen, also und uns von diesen einfachen Denkmustern verabschieden. Ja, ich denke auch, dass man eben zur Kenntnis nehmen muss, es ist seit 1979 ein repressives Regime und da handelt man unter ganz anderen Zwangsbedingungen und deswegen sind ja diese Proteste so unglaublich beeindruckend und ich glaube, dass wir in Deutschland große Schwierigkeiten haben zu verstehen, was das für den Alltag bedeutet, aber gleichzeitig, dass es eine Parallelität gibt von Wut und Widerstand, aber dass sich das nur selten äußern kann. Richtig. Und zugleich sehen wir eben auch, dass wirklich religiöse Schichten sich von diesem System abgewendet haben, weil sie einfach sehen, wie eine Religion missbraucht wurde und der Sache eher geschadet hat, als ihr zu nutzen. Also das gehört auch mit zu dem komplexen Bild dazu. Ja. Jetzt war die Frage, wer könnte denn jetzt eine alternative politische Führungsrolle einnehmen? Das ist, hatte ich vorhin, war ja die Überlegung, wer könnte das sein? Ich bin leider nicht so gut informiert, dass ich all die Namen zuordnen kann. Konkreten Personen, die ihr jetzt immer nennt, das tut mir leid. Ich denke, dass da irgendwie eine Führungsperson ist, die in Erscheinung tritt, die eine Person, die jetzt irgendwie das Gesicht, sind wir nicht von den Zeiten weg, also das Volk ist jetzt gerade, die Menschen, die auf der Straße sind, sind diejenigen, die jetzt eine Revolution antreiben und von dem, was ich verstehe und höre, ist, dass sie halt eben eine
auch schon miteinander diskutieren, dass sie eine demokratische Verfassung wollen, dass sie ein Parlament wollen. Und dann würden sich ja relativ schnell Parteien gründen, die dann da reingehen. Also braucht es jetzt wirklich die eine Person, die wir hervorstellen. Das ist ja nicht mehr, ich meine, wir haben ja jetzt keine gute Erfahrung mit der einen Person gemacht, die vorne stand. Also eine Person hat uns alle hinters Licht geführt. Also ich war ja nicht da, aber ne? Also ich war nicht geboren. Aber trotzdem, ne? Also das ist halt. Auch würde ich mich an die anderen, also an eure Meinung, weil ich finde die Frage immer so, denke ich, ja, das ist vielleicht die Person, das sind die Menschen, die jetzt gerade auf der Straße sind. So. Ja. Ganz genau. Und in den Demonstrationen werden ja immer wieder auch die Namen der politischen Gefangenen gerufen. Ja. Wir sprechen oft vom Evin-Gefängnis als einer Evin-Universität, weil wir eben wirklich namhafte Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen dort haben, weil wir Digitalrechtsexperten mittlerweile dort inhaftiert sind, weil Experten auf so vielen verschiedenen Ebenen dort sind, dass auch immer wieder gesagt wird, es fehlt uns nicht an Führungskräften im Land, aber es fehlt uns eben dieser Schritt, dahin zu kommen, dass es eben ein Referendum gibt über die zukünftige Regierungsform und über den neuen Iran. Und das ist es eben, was wir als nächsten Schritt eben anstreben. Ein Referendum. Genau. Mhm. Also das ist diese Forderung, die maßgeblich auch viele Demonstrantinnen und Demonstranten teilen. Also wie können wir es schaffen, dass es eben zu diesem Referendum kommt, zu einer Abstimmung über die zukünftige Regierungsform. Es geht bei diesem Protest nicht vorrangig nicht um irgendwelche politischen Grundausrichtungen, sondern es geht um universelle Grundwerte, die in den Iran zurückkehren müssen. Und das ist es auch, was, glaube ich, diesen Protest sehr unterscheidet, dass es eben so schichtenübergreifend ist, so gesellschaftsübergreifend ist und so essentielle Forderungen gestellt werden, die eben so einen grundlegenden Schritt wie ein Referendum herbeiführen können. Darf ich auch was dazu sagen, zu der Oppositionsfrage? Es ist sehr wichtig, weil auch einer der Propagandas des iranischen Staates ist, wenn ich weg bin, habt ihr eher keine Alternative, weil ich das nicht zugelassen habe, dass es sich bildet. Wir wissen, dass viele jetzt gefangen sind, viele von denen, die eventuell diese Opposition bilden könnten. Wenn sie das auch machen, würden sie das nicht offen sagen, weil das heißt für viele von denen die Todesstrafe. Also sie können sich nicht einfach da, vielleicht ist es in der revolutionären Phase, in der wir gerade sind, werden schon Sachen passieren, die vorher nie passiert sind. Das will ich jetzt nicht abstreiten, aber bisher war das so, dass man könnte es ja nicht einfach kommen, so aus dem Iran, so im Iran, vom Iran aus und sagen, ich übernehme jetzt die Rolle, die Opposition zu gründen und so weiter und so fort. Das haben die Leute gemacht, ohne es zu sagen. Sie haben es aber so in der Art und Weise mit uns kommuniziert, dass wir das verstanden haben. So, wir haben viele, innerhalb der iranischen Zivilgesellschaft haben wir Figuren, die die Arbeiterinnenbewegung symbolisieren, auch Sprachrohr der Arbeiterinnenbewegung sind, die die feministische Bewegung symbolisieren und die Sprachrohr der feministischen Bewegung im Iran sind, ethnische Minderheiten, Anwälte und so weiter und so fort. Also es mangelt nicht an iranischen Figuren, die diese Rolle übernehmen könnten. Und außerhalb des Irans haben wir noch die Schwierigkeit, dass der Vorwurf Spionage, der Vorwurf nahezu irgendwelche terroristischen Organisationen, will jetzt keine Namen nennen und so weiter und so fort, oder so nahe, keine Ahnung, irgendwie im Auftrag von CIA oder solche Sachen halt irgendwas zu machen. Das haben wir, so einfache Journalistinnen, die auch, ich kann noch nicht mal ohne Visum nach England reisen. In iranischen Medien steht es, dass ich die Spionage von England bin. Wie ist es? Warum werde ich dann nicht dementsprechend bezahlt, so ich auch das einfach so hinreisen kann? Warum muss ich dann auf das Visum warten? In so einer Lage können wir einfach nicht kommen und sagen, wir übernehmen die Rolle. Also die Opposition außerhalb des Landes hat auch die ganze Zeit damit zu tun, diese Vorwürfe entgegenzusetzen, auch irgendwie auch bescheiden zu bleiben, auch die Arbeit zu leisten und so weiter und so fort. Auch da ist die Sache sehr komplex, genau um dieses Narrativ zu etablieren.
Es gibt keine Alternative. Wir wissen alle, dass es eine Masche von Diktatoren ist, die keine Alternative haben wollen. Aber die iranische, man sieht, was auf der Straße des Irans gerade passiert. Diese Frauen, die diese ganzen Bilder uns gezeigt haben, die haben es ja von irgendwo. So, es ist ja nicht von heute auf morgen zustande gekommen. Es ist jahrelang gekämpft. Wir haben viele Figuren, die wurden die Rolle übernehmen, keine Sorge darüber. Ja, danke. Ich glaube, das war nochmal ein sehr guter Abschluss, dass wir jetzt eben gehört, weil die Zeit ist jetzt zu Ende. Wir müssen jetzt aufhören. Ich bedanke mich sehr, sehr bei euch allen, dass ihr da gewesen seid. Wir haben am 9.11. eine weitere Iran-Veranstaltung zum Thema Online-Zensur im Iran. Wie können digitale Rechte von Aktivistinnen vor Ort gestärkt werden? Da kann man sich auch anmelden. Aber ich bin froh, dass wir am Schluss jetzt nochmal darauf gekommen sind, dass es tatsächlich Formationen gibt, die politische Alternativen formulieren können, die in der Lage sind, diese Diskussionen auch zu führen und die eine ganz konkrete Hoffnung auf eine Veränderung auch bedeuten. Und ich stimme dir zu, Mina, in der konservativen Presse liest man, wenn dieses Regime zusammenfällt, dann haben wir Instabilität und nur Chaos und das ist sicher nicht die Perspektive. Also vielen Dank euch allen und ich hoffe, wir sprechen bald wieder miteinander. Tschüss. Und vielen Dank an die ZuschauerInnen und die Zuhörerinnen, dass Sie auch dabei waren. Dankeschön. Danke. Danke, Luisa. Danke euch für das tolle Gespräch. Ciao. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.